Die Sekundärforschung ist eine Methode der Marktforschung, bei der bereits erhobene Daten aus Fachliteratur, Studien, Statistiken und anderen Quellen analysiert und aufgearbeitet werden. Im Gegensatz zur Primärforschung, bei der neue und einzigartige Daten erhoben werden, konzentriert sich die Sekundärforschung auf die Untersuchung vorhandener Datenmaterialien. Dies ermöglicht es, Erkenntnisse über Marktentwicklung, Kundenpräferenzen und die Wettbewerbssituation zu gewinnen, ohne dass eigene Daten erfasst werden müssen. Beispiele: Für die Anwendung der Sekundärforschung sind die Bestimmung der optimalen Vertriebsplätze für ein Produkt oder die Analyse der Wettbewerbssituation durch Untersuchung von Statistiken und Studien. Es gibt zwei Hauptmethoden der Sekundärforschung, die quantitative und die qualitative Sekundärforschung. Die quantitative Sekundärforschung befasst sich mit Informationen, die in Zahlenwerten gemessen oder gezählt wurden, wie Statistiken, quantitative Studien und Daten aus Umfragen mit geschlossenen Fragen. Diese Methode ermöglicht es, Informationen auf die Allgemeinbevölkerung zu übertragen, da eine große Anzahl von Fällen gemessen wurde. Die qualitative Sekundärforschung hingegen untersucht Daten, die in Form von Audio, Bild, Text oder Mindmaps vorliegen, wie beispielsweise aus Interviews, Umfragen mit offenen Fragen oder Gruppendiskussionen. Diese Daten sind oft detaillierter und genauer, bieten aber weniger Möglichkeiten zur Übertragung auf die allgemeine Bevölkerung. Die Sekundärforschung bietet einige Vorteile, darunter einen geringeren zeitlichen Aufwand, niedrigere Kosten, schnelle Verfügbarkeit der Informationen und die Tatsache, dass kein spezielles Know-how oder besondere Fähigkeiten erforderlich sind. Allerdings gibt es auch Nachteile, wie die mögliche Ungenauigkeit und Nichtaktualität der gesammelten Daten, die Ungewissheit darüber, wie die Daten erhoben wurden, und die Tatsache, dass keine exklusiven Daten vorhanden sind, was bedeutet, dass Konkurrenz ebenfalls Zugriff auf diese Informationen hat. Betriebswirt IHK in rund 64 Stunden. Traum oder Wirklichkeit? Unter dem Video auf mehr klicken und dann auf den Link.